Pyongyang Europameisterin. Herzlichen Glückwunsch. Und sah das nur von außen so aus oder hattet ihr es ziemlich eilig und der Satz, das Finale lief perfekt für euch? So schnell? Perfekt nicht ganz, aber ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, also ich mag mich noch an mein erstes Finale erinnern oder mein erstes Finale 2018. Es ist etwas Spezielles und ich glaube, das hat man vielleicht auch den Holländerinnen ein bisschen angemerkt. Vielleicht war jetzt wirklich die Erfahrung ein bisschen unser Vorteil. Sie haben aber trotzdem immer wieder gezeigt, wie viel Potenzial sie haben. Und das wird wirklich ein Team sein, das wir in Zukunft immer auf der Rechnung haben müssen. Die beiden haben unglaublich viel Potenzial. Und wie toll ist es, jetzt quasi die Erfolgsstory von der Schweiz einfach weiterzuschreiben nach Olympia? Eure Kollegin hat Post geholt und ihr macht jetzt EM-Gold. Ja, ich denke schon, dass das sehr erfolgreiche zwei Wochen waren aus Schweizer Sicht und das zeigt natürlich auch, dass unser System gut funktioniert, dass die Nationale einen guten Job machen. Das macht mich auch alle sehr glücklich. Und zum Abschluss, wie toll ist es, wenn alle eure Namen singen und dann mitfeiern können? Ja, also das ist wirklich, das geht einem auch wirklich unter die Haut. Wir haben dieses Jahr viel ohne Zuschauer gespielt, wir spielen halt auch viel auf Sidecourts, also wir dürfen natürlich nicht immer vor so einem Publikum spielen, aber umso mehr berührt es einen, wenn man merkt, so, wie man die Leute begeistern kann mit der Art oder mit dem Spiel, das man zeigt. Und das gibt sehr, sehr viel Kraft, auch in Momenten, wenn es mal nicht so einfach läuft. Und die Biene, sie ist schon weg. Die Biene will auch mit der Goldmedaille feiern. Deshalb herzlichen Glückwunsch, genießt die Zeit und gute Erholung. Danke. Glückwunsch.